Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Zehn Jahre später. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist... Tja, und damit hey Leute und willkommen zu Bioshock 2. Wie schon bei Bioshock 1 am Ende angekündigt, kommt gleich danach Bioshock 2. Wie man gesehen hat, sind wir jetzt ein Big Daddy. Und anscheinend sind wir vor 10 Jahren eigentlich gestorben. Wie der junge Mann das hier überlebt hat, keine Ahnung. Das finden wir vielleicht noch heraus. Aber erstmal, es ist so schön wieder hier zu sein. Ach ja, ja. Babylon ist gefallen. Interessant. Die Frage ist, das hier spielt jetzt nach Bioshock 1, oder? Also Andrew Ryan und Fontaine sind bereits tot, glaube ich. Müsste eigentlich so sein. Ich meine, ich finde, es sieht noch viel zerfallener aus als im ersten Teil. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, sogar sehr gut. Wie auch schon in der ersten Folge im ersten Teil gesagt, muss ich hier nochmal kurz sagen... Weiß ich gerade nicht, ob das mit dem Ton alles gut ist. Ich nehme nur eine Folge erstmal auf und gucke dann, ob das alles passt. Das heißt, wenn was mit dem Ton nicht richtig ist, wird es ab der zweiten Folge sofort besser. Hoffen wir mal. Okay, diesmal labere ich aber nicht so viel am Anfang rum, sondern gehe gleich weiter. Was sollen die Bilder? Babylon ist gefallen. Interessant. Und wie es aussieht, haben wir gleich von Anfang an eine Waffe. Einen schicken Bohrer.
Im ersten Teil haben wir sie bekämpft, im zweiten dürfen wir sie selber spielen. Die Big Daddies. Oder wenigstens nur ein. Oh. Hallo. Kann ich spielen? Ja, ich kann spielen. Hey, ich bin doch jetzt ein Big Daddy. Kannst du zu mir kommen? Das hört sich falsch an, wenn man das zum Kind sagt. Okay. Ich glaube nicht, dass wir am Anfang schon was finden oder so. Ich will mich trotzdem umgucken. Nur damit ich jetzt nichts verpasse. Aha, mit dem Bohrer also. Cool. Ja, jetzt komm. Ich glaube, meine Stimme ist noch etwas zu leise, oder? Könnte gut sein, aber das wird schon noch, hoffentlich. So, ducken. Das kennen wir alles noch aus dem ersten Teil. Ich könnte jetzt sagen, der erste Teil ist schon etwas länger her, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so gut spielen können. Das wäre aber eine Lüge. Ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen den ersten Teil zu Ende gespielt. War das ein Spider-Splicer? Egal. Naja, ich habe vor ein paar Tagen den ersten Teil zu Ende gespielt. Beginne jetzt mit Teil 2. Kann trotzdem sein, dass ich am Anfang noch etwas... Naja... sterben werde. Schließlich habe ich nicht mehr die ganzen Waffen und das ganze Leben und alles, was ich davor hatte. Ach, meine ganzen Waffen, die fehlen mir so. Okay, ich würde sagen, wir müssen da oben lang. Das heißt, ich gehe erstmal hier unten hin. Huch. Lamp sieht alles. Wer ist Lamp? Hallo? Wir scheinen am Anfang nicht so viel zu finden. Boah, die Leiste des Lebens und des Eves, Alter, so wenig. Ah, unser Schatten. Um ehrlich zu sein, ich freue mich sehr, wieder in Rapture zu sein. Auch wenn es nur ein paar Tage her ist. Es hat mir trotzdem sehr gefehlt und ich bin froh, wieder hier zu sein. Was wollte ich jetzt noch loswerden, weil ich nichts finde. Ich will was finden. Was wird das Erste sein, was wir finden? Eine Tonaufnahme. Ich glaube, Gegner kommen hier noch nicht. Ne? Können wir auch da reinhören. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Bevor wir jetzt ins Geschehen, also uns ins Geschehen stürzt, muss ich einmal was in den Optionen nachgucken. Was ist mit Untertitel? Ich würde sagen, Untertitel machen wir wieder an. Für die Leute, die lesen wollen und das nicht hören wollen, also ich mache das mal lieber an. Ne? Das hat mich gerade gewundert eben bei der Aufnahme, dass es nicht von vornherein an war. Im ersten Teil war es so. Hier diesmal nicht, dann dachte ich, ich mache es jetzt erstmal wieder an. So, wir gehen gleich weiter. Na, hoffentlich versag ich gleich nicht. Aber ich glaube, die Anfangsgegner dürften nicht so schwer sein. Der hat ja schon eine Pistole und das war eine sehr geile Ausdrucksweise, was ich da gerade hatte. Aber dass er schon eine Pistole hat. Also geht's doch gleich schon ab hier. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit dem spielen, aber ich sah, der hat eine Pistole, dann lasse ich sie lieber. 1540. Ach, da steht's ja. Das ist jetzt praktisch, das finde ich gut. Muss man sich das nicht mehr merken. Hi. Wie geht's? Sieht nicht besonders verspliced aus. Geld. Dosenfrüchte. 10 Jahre alte Dosenfrüchte wahrscheinlich. Und jetzt fliegt hier gerade so eine Mücke rum, ey. Das nervt ja jetzt richtig. Okay, noch was zum Reinhören, aber... ja, erstmal in die Sauna setzen. Wie der Helm sogar beschlägt, das finde ich gut. Na komm, dabei können wir auch hier reinhören. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonika raus. Um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Irrspiele im Radio anhört.
Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen. Auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brainbooster unter seine tägliche Dosis. So. Ich glaube, wir kriegen am Anfang wieder dasselbe Plasmid, oder? Also wir haben jetzt wieder mal gar keins. Ein bisschen schade, jetzt haben wir die ganzen Plasmide nicht mehr, aber ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich wieder dasselbe. Bohrentreibstoff. Also selbst der Bohrer kann leer werden. Tiefspender. Das kostet anscheinend nichts. Dann, hallo? Nein, wir können noch eine rausholen. Lamp sieht alles. Und Schmetterlinge. Und ein Buch über Schmetterlinge. Und noch mehr Schmetterlinge. Und das hier ist Lamp. Ah, die Frau vom Anfang. Die uns einfach unsere Tochter weggenommen hat. Nur mir gerade einfällt, das ist jetzt 10 Jahre her. Die Tochter müsste also eigentlich schon erwachsen sein. Vater! Das war die Tochter wahrscheinlich. Die sah jetzt aber nicht besonders erwachsen aus. Ich habe es auch nicht richtig gesehen. Also, ich könnte mich irren. Hier haben wir Electrobolt, war klar. Aber, ganz ehrlich, hier den Raum. Erstmal gucken. Scheint nicht viel zu sein. Natürlich findet man am Anfang nicht besonders viel jetzt. Ich bin eben noch irgendwie in den ersten Teil drin, wo man allen Ecken was findet, also. Deswegen gucke ich mich so gründlich um. Ich habe das Gefühl, ich vergesse hier was. Und auch in diesem Teil gibt es wieder Zigaretten. Gegner anscheinend momentan keine, bis auf den einen von eben. Werbung für Tonico. Aha. Hier ist sonst nichts. Was ist das? Wieder Zigaretten? Das brauche ich nicht. Ne, sonst ist ja nichts. Dann holen wir uns jetzt das Plasmid. Was ist da? Bitte beeil dich, Daddy. Ich werde mich beeilen. Keine Angst. Und los. Schlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Huch! Ah, Daddy! Das war kein Splicer. War das das Ding, was wir eben auch schon gesehen haben? Können wir noch eine rausholen, oder? Wenn ich jetzt kurz mal weggehe und wieder hin, dann geht's wieder. Hallo? Ich will Eve-Spritzen, ich nehme doch jetzt. Ich schummel hier gerade ein bisschen. Ja, ich hole mir jetzt erstmal alle Eve-Spritzen voll. Wenn man das hier schon so gratis anbietet. So. Hallo? Jetzt sind sie. Okay, wir können nur 5 Eve-Spritzen mitnehmen und wahrscheinlich auch nur 5 Verbandskästen. Finde ich jetzt sehr wenig. Im ersten Teil konnten wir wenigstens 9 mitnehmen. Den finde ich jetzt nicht so schön. Schön, das hier kennen wir noch. Zack. So, jetzt sind wahrscheinlich hier auch wieder Gegner. Schließlich haben wir jetzt ein Plasmid. Der Tod wird nicht mehr sein. Es versprach. Das heilige Land. Ja. Und tschüss! Ist das eine Armstücke? Oh, die hab ich gerade gesehen. Okay. Kann man, wie kann ich irgendwie meine Eve-Spritze aufladen, ohne jetzt alles zu verbrauchen? Okay, ich mach's einfach. Und diesem haut er sich nicht eine Spritze in den Arm, wenn er kein Eve mehr hat. Naja, wie soll er auch? Er hat den anderen hat einen Bohrer, also. Ich finde jetzt aber auch gut, dass man nicht immer hin und her wechseln muss. Das man im ersten Teil machen musste. So, erstmal. Jetzt hat man beides in beiden Händen gleichzeitig.
Finde ich gut. So. Da muss ich hin. Oh, verdammt. Moment. Ja, erste Aufnahme, gleich husten. Fängt super an. Was habe ich jetzt gemacht? Also ach da. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Tannenbaum. Also die kennen wir jetzt noch aus dem ersten Teil. Dass die hier noch in Rapture ist. Ich meine, im ersten Teil haben wir doch eigentlich... Haben wir da alle Little Sisters gerettet? Ja, wir haben auf jeden Fall alle gerettet, aber... Ich meine, jetzt sind noch Little Sisters in der Stadt überhaupt. Eigentlich keine Ahnung, aber warum sollte Tannenbaum jetzt noch da bleiben? Überall draußen scheinen Big Daddies zu sein. Okay. Sieht sehr gefährlich aus. Was macht der da? Ach, der repariert das. Okay, da muss ich lang. Das erste, wo ich hingehe natürlich, auf die Toilette. Na schön, los. Ich traue keinem Klo. Und ich traue auch keine Leiche, auch wenn ich glaube, dass am Anfang hier noch... Nein, ich habe Absinth getrunken. Ich glaube, am Anfang werden Leichen nur Leichen sein. Jetzt hat nur... Wow. Nein! Ach, verdammt! Ach so, das war eine Drogenfleisch. Das sah gerade aus wie Alkohol. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass ich gleich von hinten angegriffen werde. Oh. Früher gingen die Spinnen immer ganz auf, also... Egal. Nee, sonst geht ja nichts, sonst kann man nur da rein. Halt da. Aha. Wer kennt das hier nicht aus dem ersten Teil? Kleine Anspielung vielleicht? Wer weiß. So, dann haben wir noch das hier. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei, als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Ich habe seit Wochen kein Adam mehr gehabt. Ach, ich weiß. Das hier. Ich wollte gerade mit dem Bohrer losgehen, aber ich habe zwei auf einmal gesehen. Hier spricht Dr. Sophia Lambert. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Rangers. Nehme ich alles mit. Ob wir hier auch wieder nur $500 mitnehmen können? Keine Ahnung, ich hoffe es nicht, weil das ist ziemlich wenig. So, da geht's weiter. Hier ist eine schöne Brücke und da ist schon wieder ein Bild von ihr. Lamp sieht alles. Das kennen wir schon. Im Wasser liegt jetzt nichts, oder? Okay, wir haben zwei Wege. Die beide zum selben Ort führen, also ist das eigentlich egal. Grenzenloses Potenzial mit Plasmiden. Ja, aber es gibt Folgen. Werbung für Tonikum kennen wir schon. Das ist ein Big Daddy. Rosie, wir können ihn nicht suchen. Obwohl er echt nicht viel dabei hatte. Na gut. Geht hier lang. Und das ist unsere erste Pistole, die Beat-Pistole. Ausprobieren.
probieren. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei. Als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Wie nehme ich eigentlich einen Verbandskasten? Ach da. Ist jetzt anders. Ich habe gerade die übliche Taste gedrückt, aber dabei macht er das hier. Huch. Für alles ein Heilmittel, genau. Mhm. Okay, wir müssen da oben hin. Das heißt, ich gehe erstmal hier hin. Da haben wir wieder was zum Abspielen. Und eine Leiche. Weißt du was? Ich höre da erstmal rein, bevor ich jetzt weitergehe. Das möchte ich nicht trinken. Oh, warte, das ist Cola. Dann trinke ich das. Also Cola trinke ich doch immer. Sie nennen es Rapture. Ich hab's mit knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter. Und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasle dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Okay, also die Little Sisters wurden wohl anscheinend von der Oberfläche entführt. Und so wie ich mir das denken kann, bestimmt auch von dieser Dr. Lam. Ist nicht so schön. Ich dachte erst, alle Little Sisters kamen damals hier aus Rapture. Also, vielleicht war das im ersten Teil so und nachdem wir die Little Sisters befreit haben, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, hat diese Dr. Lam sich einfach neue von der Oberfläche geholt. Aha, den Alkohol habe ich diesmal nicht getrunken. Also wenn das stimmt, wie ich das gerade gesagt habe, ist das ziemlich assig. Jetzt frage ich mich, ist diese Eleanor wirklich ihre Tochter? Hi. Unterbrich niemals, wenn ich rede. So. Ist diese Eleanor wirklich ihre Tochter? Irgendwie bezweifle ich das. Aber warum hängt sie dann so an ihr? Wenn sie nur ein weiteres Kind von der Oberfläche ist, oder überhaupt ein Kind, hängt sie doch ziemlich an dieser Eleanor. Tja. Ich glaube, das finden wir sowieso alles noch heraus. Das ist jetzt egal. Wir gehen erstmal weiter.